In Zeiten voller Hetze, kriegerischer Konflikte und unsozialer Politik reicht es nicht, dagegen zu sein. Im Protest gegen diese Verhältnisse sind wir viele, aber sind wir auch entschlossen, sie zu ändern? In diesem Herbst wollen wir mit so vielen Menschen wie möglich die Schockstarre abschütteln, die viele befallen hat. Wir wollen mit euch in die Offensive gehen, denn es ist höchste Zeit für einen linken Aufbruch. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um Visionen und Konzepte zu kreieren, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Die Probleme, die es zu lösen gilt, könnten dringender nicht sein. Viele Menschen leiden Monat für Monat unter dem Mietwucher und der ungebremsten Spekulation mit dem Wohnen. Es gibt viele gute Ideen für ein bezahlbares Wohnen. Wir müssen sie gemeinsam erkämpfen. Im Mittelmeer kommt es zur Kriminalisierung privater Seenotrettung. Ein Vorgang, für den sich kaum noch Worte finden lassen. Wir streiten für ein Europa, an dessen Grenzen keine Menschen sterben müssen. Das marode Pflegesystem ist eine unbeschreibliche Zumutung. Für Angestellte und Betroffene gleichermaßen. Seit Jahren kämpfen wir für eine bessere Pflege. In diesem Jahr werden wir den Druck auf die Regierenden massiv erhöhen. Auch die Veränderung des Klimas zeigt sich jedes Jahr in noch extremeren Formen. Wenn die Lebensbedingungen auf dem ganzen Planeten bedroht sind, gilt es, vieles anders zu machen. Und ein Ende der ineffizienten Braunkohle wäre ein Anfang. Konkret aktiv werden, ob mit wenig Zeit oder mit voller Kraft. Wichtig ist, dass uns der Aufbruch gelingt. Bei Die Linke hilft, können wir die Not vieler Menschen in kleinen Schritten lindern. Bei Links aktiv machen wir Druck mit Aktionen und Projekte nah an den Menschen. Und bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gilt es, die Menschen zu überzeugen, dass nur eine starke Linke Druck macht. Für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Im Herbst 2018 werden wir durchstarten. Mit euch zusammen für eine bessere Welt.